Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals. Ein kleines außer der Reihe Video zu Dark Souls Remastered habe ich heute für euch. Es ist kein Teil des Let's Plays, sondern beantwortet eher die Frage, wie man Varmos und das neue geheime Leuchtfeuer in den Katakomben findet. Besonders für Neueinsteiger ist das bestimmt sehr interessant. So, hinter mir ist das alte geheime Leuchtfeuer, hier starte ich. Wer nicht weiß, wo das liegt, das ist einfach hier der Ort, an dem wir Patches treffen oder treffen können. Hier legen wir den Schalter um die Brücke zu drehen. Also den Ort müsstet ihr bereits progressed haben und dann könnt ihr hier einfach die scheinbare Wand wegschlagen und dahinter ist das Bonfire. Aber das ist das alte geheime Bonfire, wir wollen ja das neue. So, normalerweise würden wir jetzt hier vorne links abbiegen und unseren Weg durch die Katakomben weiterführen oder fortsetzen. Nein, wir gehen rechts entlang und hauen da erstmal die Skelette um, denn die können ziemlich nervig werden und das will ich nämlich verhindern. Außerdem habe ich hier ein paar Seelen liegen lassen, wie ihr seht. So, drei Stück sind das. Ich habe jetzt hier schon die Beschwörer weggehauen. Das macht es ein bisschen leichter, weil die dadurch nicht nochmal aufstehen können. Ansonsten empfehle ich hier einfach eine heilige Waffe zu benutzen, also eine göttliche Waffe. Entweder habt ihr da schon eine, also ihr könnt sie theoretisch schon schmieden zu diesem Zeitpunkt im Spiel, oder ihr haut einfach die Beschwörer um. Dazu könnte ich auch nochmal ein Video machen. Aber heute geht es erstmal um Varmos, den Schmied, den kennen wir nun schon, aber auch um das neue Bonfire. So, und wer von euch nicht weiß, wie man zu Varmos kommt, der wird auch das Bonfire nicht finden. Und Varmos ist gar nicht so leicht zu entdecken, denn viele haben Angst vor dem Sprung, der hier auf sie wartet. Und der Sprung ist gar nicht mal so leicht. Denn wir stehen jetzt hier vor diesem Abgrund. Und naja, wir können nicht ganz nach unten blicken, aber wir sehen schon, dass irgendwo da unten ist noch eine Nachricht. Also kann man da irgendwie hin. Und der Weg ist hier einfach, mit einer einfachen Drehung nach vorne und dann versuchen hier auf diesem Absatz zu landen. Dann hier vorne nochmal runter und dann können wir eigentlich hier schon runter und dann sehen wir ein Loch im Boden, da springen wir durch und dann geht doch eigentlich gleich die Cutscene von Varmos los. Das ist der Skelettschmied hier hinten, bei dem könnt ihr unter anderem Chaoswaffen schmieden. So, und neu ist hier hinten das Bonfire. Das gab es im Grundspiel nicht, beziehungsweise das gab es im alten Spiel nicht. Das gibt es jetzt erst seit Dark Souls Remastered und das hat auch eigentlich eher den Sinn, dass man schnell zu Varmos, dem Schmied, kommt. Er haut aber auch ein Loch in die Wand, das hat er schon immer gemacht und mit dem könnt ihr, wenn ihr rechts abbiegt und euch ein bisschen an den rollenden Skeletten vorbeirollt, beziehungsweise die einfach weghaut, könnt ihr euch recht schnell zu Pinwheel begeben und habt damit auch nochmal ein Bonfire, mit dem ihr noch ein bisschen näher am Grab der Riesen seid. Aber wirklich neu ist, wie gesagt, dieses Bonfire hier, das ist auch ganz praktisch. Es ist, wie gesagt, eher dafür gedacht, dass man sich später, wenn man dann teleportieren kann, schneller zu Varmos warpen kann. Ja, das wollte ich euch einfach nur zeigen. Ich hoffe, das Video konnte dem einen oder anderen von euch helfen. Ja, in diesem Sinne, ihr lieben Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.